Ich persönlich, auch wenn das keiner vielleicht unbedingt hören will, ich bin nicht mehr der Mensch dieser Hightech-Fraktionen, die jetzt stattfinden. Sie jetzt die aktuellste Phase, die wir gerade mit der großen Marke zu vertreten haben. Das ist nicht so unbedingt mein Ding. Also ich bin mehr in die Richtung alt, schöne flachgehauene Osthofenhausen, sage ich immer. Schöne Autos, die auch eine Konsens bringen, wenn man die restauriert, dass der Gegenwert, den man hat, voll zugegen ist. Wir machen Sachen, die andere gar nicht sehen und die uns Freude machen. Und wir haben auch, ich sag mal, gestandene Mannsleute, die mit uns irgendein Restaurationsthema anfangen und das mit durchleben und dann auch sehen, in welchen Bereichen, ob ganz Lackierung oder nur Teilrestauration. Ich sag mal, ich bin nicht so der Mensch, der auf Note 1 oder auf Note 2 fungiert. Ich sag mal, das in so ein Auto muss vernünftig sein. Ein gewisser Grad von Patina sollte man im Oldtimer abfinden. Das ist mein Empfinden. Wir machen aber auch das Hochkarätige, also so wie der Kunde es wünscht.